Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, nach Birkwalds Märchenstunde wollen wir jetzt wieder zur Realität kommen. Dankeschön. Wer sein Leben lang gearbeitet hat und damit einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft geleistet hat, muss im Alter abgesichert sein. Und deshalb müssen wir, und da sind wir uns alle einig, Altersarmut verhindern. Und das muss das Ziel sein eines nachhaltigen Altersvorsorgesystems in Deutschland. Und dazu müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, die den Menschen Sicherheit geben, damit niemand Angst davor haben muss, dass seine Rente im Alter eben nicht ausreicht. Wir haben in dieser Legislatur bereits wichtige Verbesserungen unseres Rentensystems auf den Weg gebracht. Ich will ein paar aufzählen: die Ausweitung der Mütterrente, die Verbesserung der Erwerbsminderungsrente. Wir haben die Flexi-Rente eingeführt. Wir haben die Angleichung der Renten in Ost- und Westdeutschland beschlossen. Wir stärken die Renten durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz und, und. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben unser bestehendes Rentensystem nachhaltig gestärkt und unsere Hausaufgaben ernst genommen. Die Höhe der Renten hat sich sehr positiv entwickelt, in den Jahren 2014 bis 2017 um bis zu 15%. Meine Damen und Herren, die gesetzliche Rentenversicherung steht gut da. Dies liegt auch an der sehr guten Beschäftigungslage und den mittlerweile rund 45,2 Millionen erwerbstätigen Menschen in Deutschland. Das ist eine der höchsten Beschäftigungsquoten in Europa. Gleichzeitig sank die Zahl der Arbeitslosen auf weniger als 2,5 Millionen. Und das gab es, meine Damen und Herren, seit 1990 noch nie. Die von Angela Merkel geführte Bundesregierung schafft durch ihre beständige Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik sehr gute und verlässliche Rahmenbedingungen. Die Linke, meine Damen und Herren, torpediert mit ihren Anträgen unser Drei-Säulen-Modell und schwächt damit unser bewährtes System. Präsentieren Sie doch bitte Vorschläge, die unser System stärken, und stellen nicht alles grundsätzlich immer in Frage. Ihre Anträge sind ein Überbietungswettbewerb der Versprechungen. Sie lassen an Ernsthaftigkeit Ihrer Vorschläge stark zweifeln. Sie befinden sich ausschließlich im Wahlkampfmodus und sind an konstruktiver Parlamentsarbeit überhaupt nicht mehr interessiert. Angesichts des demokratischen Wandels schaffen wir Lösungen zu einer nachhaltigen Finanzierung der Renten. Sie reden alles schlecht und stellen sich als göttliche Heilsbringer dar. Zur Frage der Finanzierung liefern Sie hier wieder mal nichts. Die Kosten auf die nächste Generation abzuschieben, das lehne ich persönlich ab. Ein umlagefinanziertes System erfordert Solidarität in beide Richtungen. Sonst verliert es an Akzeptanz. Durch Ihren willkürlichen Umgang mit den Beiträgen derjenigen, die durch ihre Leistungen unseren Sozialstaat tragen, gefährden Sie das Vertrauen in den Generationenvertrag. Dieser Angriff ist erschreckend. Kommt noch. Die Jungen gegen die Alten beim Thema Rente auszuspielen, das halte ich für den falschen Weg, meine Damen und Herren. Ich komme nun auch zu dem Antrag der Linken, der zur Gerechtigkeit von der in der DDR geschiedenen Frauen beitragen soll. Ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Seit über 3 Jahren beschäftige ich mich regelmäßig mit den Anliegen der in der DDR geschiedenen Frauen. Ich habe sie in meinem Wahlkreis in Gera viele Mal besucht, Briefe geschrieben, Telefonate geführt und sogar die zuständige Ministerin auf diese Frage persönlich angesprochen. Bisher sah niemand eine konstruktive und mehrheitsfähige Lösung bzw. Möglichkeit, das Anliegen der Frauen umzusetzen. Dafür gibt es aber auch Gründe, die ich aufzählen will. Bereits seit 25 Jahren ist das Rentenüberleitungsgesetz in Kraft. Die Zusammenlegung zweier Staaten mit unterschiedlichen Sozialsystemen war für den damaligen Gesetzgeber keine leichte Aufgabe. Insbesondere das DDR-Rentenrecht mit seinen vielen Sonderregelungen für verschiedene Berufs- und Personengruppen stellte die Macher der Rentenüberleitung vor eine schwierige Aufgabe. Damals wurden wichtige Grundentscheidungen getroffen. Eine Abkehr würde viele Fragen aufwerfen.
Erstens, mögliche Änderungen wären kaum mit den Grundsätzen des lohn- und beitragsbezogenen Rentenrechts des SGB VI vereinbar. Zweitens, es wäre aus meiner Sicht problematisch, eine Konkurrenzsituation zwischen Versicherten mit vergleichbaren Lebenssachverhalten in den alten und neuen Ländern zu forcieren. Ich frage mich, wenn wir die Grundsätze des Rentenüberleitungsgesetzes an einer Stelle ändern, müssten wir das nicht auch für weitere Personengruppen tun, deren Situation vergleichbar ist und die ähnliche Forderungen haben. Und immer noch ist unklar, welche Kosten hierbei auf uns zukommen würden und wer dafür aufkommen soll. Meine Damen und Herren, die Politik und jedes Gesetz hat den Anspruch, Gerechtigkeit bestmöglich abzubilden. Auch bei der Erarbeitung des Rentenüberleitungsgesetzes vor 25 Jahren galt dieser Anspruch und wirkt bis heute nach. Das wissen wir, aber das weiß auch die Linke. Trotzdem sind bis heute die Auswirkungen dieses Gesetzes für bestimmte Gruppen unbefriedigend. Auch die hier und heute diskutierte Probleme der in der DDR geschiedenen Frauen gehören dazu. Als Verein der in der DDR geschiedenen Frauen e.V. haben die Betroffenen auf ihr Anliegen unentwegt aufmerksam gemacht. Sie haben den Kontakt mit Experten, Ministerien und vielen Abgeordneten gesucht, haben Petitionen eingereicht, die wir ausführlich im Ausschuss und Expertenrunden beraten haben. Mehrere Verfahren und Gerichtsprozesse haben sie auf Landes-, Bundes- und sogar auf EU-Ebene geführt. Dieses Engagement ist beeindruckend, und ich habe großen Respekt vor den Anstrengungen jener Frauen, die oft in hohem Alter viel Kraft aufwenden, um für ihre Belange zu kämpfen. Es ist diesem Einsatz zu verdanken, dass sich im Februar diesen Jahres der UN-Fachausschuss zur Frauenrechtskonvention mit der Rentenproblematik der betroffenen Frauen befasst hat. Im Ergebnis gab es eine Empfehlung an die Bundesregierung ab, ein Entscheidungssystem zu schaffen und den Ausschuss über die geplanten Schritte zu unterrichten. Ich habe gerade in dieser Woche wieder einen neuen Vorstoß unternommen und will Bewegung in die Angelegenheit bringen, indem ich gemeinsam mit dem Kollegen Tankred Schipanski einen Brief an Bundesministerin Schwesig gestellt habe und einen Lösungsentwurf eingefordert habe. Dieser ist aus meiner Sicht angebracht, und es wäre nur fair und richtig, die Empfehlungen des UN-Ausschusses ernst zu nehmen. Aus meiner Sicht muss die Frau Ministerin nun handeln. Hoffentlich war das aber nicht der Grund, dass sie jetzt nach anderswo abreisen will und den Bundestag verlassen will. Angesichts der Konstruktion unseres Rentensystems in Deutschland sind Kinder aufgrund der Umlagefinanzierung ein wichtiges Element. Mütter leisten daher einen wichtigen Beitrag zum Generationenvertrag. Aus diesem Grund sollten Kindererziehungszeiten bei der Rente berücksichtigt werden. Dieser Grundsatz ist bereits bei der Mütterrente angewandt worden und könnte nun auch Grundlage möglicher Lösungsvorschläge für die Altersversorgung der in der DDR geschiedenen Frauen sein. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns gemeinsam an einer Lösung dieser Problematik arbeiten. Aber leider kann ich den Antrag der Linken nicht unterstützen. Warum nicht? Weil Ihre Frist, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, bis zum 30.06.2017 leider absolut unrealistisch ist. Eine Kurzschlussreaktion kurz vor der Wahl schreit hier nach Populismus und schreit nach Wahlkampfgetöse und lässt mich daran zweifeln, dass Sie dieses Thema wirklich ernst nehmen. Eine gute Lösung erfordert die Zusammenarbeit der Bereiche Arbeit und Soziales und Familie. Auch bei den Kosten sind bisher noch alle Fragen offen. Eine Lösung zur Finanzierung liefern Sie hier leider nicht. Und nicht einmal Ansätze dazu. Nur Forderungen, Forderungen, Forderungen. Und von einer ordentlichen Partei erwarte ich zumindest Lösungsansätze. Meine Damen und Herren, wir müssen den unentwegten Einsatz der Betroffenen und deren Anliegen sehr ernst nehmen. Ich respektiere besonders das Engagement des Vereins der in der DDR geschiedenen Frauen e.V. und hoffe nun auf Unterstützung und einen konstruktiven Beitrag durch das Familienministerium. Eine nachhaltige Lösung ist in einem Monat sicher nicht zu erreichen. Daher kann ich den vorliegenden Antrag auch nicht unterstützen. Ich werde mich aber weiterhin persönlich für eine gute Lösung in der Angelegenheit einsetzen, damit den betroffenen Frauen auch nach so langer Zeit
endlich geholfen werden kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Weiler. Ich erlaube mir den Hinweis, nach Ende dieser Debatte werden wir kurz unterbrechen. Gegen 18.30 Uhr finden Fraktionssitzungen statt, der CDU und der SPD-Fraktion. Wiederbeginn werden wir kundtun über einen Hausruf. Ich bitte jetzt als nächsten Redner nach vorne den Kollegen Markus Kurt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.